When you think about educators who want to implement learning by teaching, what resources do you need or do they need when they want to do it? Ja, Ressourcen brauchen sie nicht unbedingt. Die bringen ja ihre Ressourcen als Menschen, sondern die brauchen Ziele und gemeinsame Ziele. Deswegen strukturiere ich immer meinen Unterricht als Projekt. Am Anfang geht es darum, die Materie oder die Inhalte, die wir im Unterricht haben, die Lehrwerke, diese Inhalte zu bewältigen, zu verstehen. Und dann geht es darum zu überlegen, ja, wie schaut die Welt aus? Wo sind die Probleme, die wir erkennen? Und diese Probleme zu identifizieren und gemeinsam Problemlösungen zu erarbeiten. Immer wieder, immer wieder. Ja? Also wir brauchen Ziele. Und die Ziele, das ist die Befriedigung der Grundbedürfnisse. Und es gibt immer in den Strukturen, in denen wir uns befinden, Punkte, wo man ansetzen muss, verändern muss, damit Befriedigung der Bedürfnisse erleichtert wird, optimisiert wird. Und die Arbeit geht uns deswegen nie aus, weil die Welt sich ständig verändert. Also das heißt, wenn wir das Gefühl haben, die Struktur, die wir jetzt haben, die ergibt uns die Möglichkeit, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, übermorgen schaut es schon wieder anders aus. Ja, dann muss man sagen, aha, die Strukturen haben sich verändert, die Menschen haben sich verändert, die haben neue Bedürfnisse, nicht neue Bedürfnisse, sondern andere Ausformungen von Bedürfnissen in diesem Rahmen. Und wie soll man jetzt das angehen? Also die Ziele werden uns nie ausgehen. Und als Lehrer finde ich immer Ziele vor mir. Genau. Und ich denke, man sollte da ergänzen, dass LDL Raum, Zeit, Ort und technisch unabhängig ist. Also wir haben weder das Bedürfnis, in einem starren Raum uns zu befinden. Wir können also LDL draußen wie drinnen, in der Schule, außerhalb der Schule stattfinden lassen. Wir können das auch online anwenden und wir können das mit großen und kleinen Gruppen anwenden und es braucht zunächst bei den Lernenden keine Vorkenntnis über LDL, das wird nämlich im Prozess stattfinden und wenn die Lernmaterialien zur Verfügung stehen, auch hier ist es unterschiedlich, es kann ein Lehrbuch sein, es kann aber auch Teil von LDL sein, wenn wir in Hochschullehre denken oder in andere Prozesse, dass die Forschung, also das Erschaffen von Wissen auch Teil von LDL ist, das heißt die Recherche auch darüber stattfindet. Und dann, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass zum Beispiel gar kein Lernmaterial da ist, weil das Buch zufällig verloren gegangen ist und man in den Unterricht kommt, dann kann man mit dem Wissen, das besteht, LDL anwenden. Das heißt, die Ressourcen sind, also es ist ressourcenunabhängig. Das, was man hat, nimmt man. Um LDL anzuwenden. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein Grund dafür, warum es universell quasi anwendbar ist.